Folgen 1925, der berechnete Heiratsantrag. Nicht zahnend wird Nick aus seinem Schlaf gerissen, als Tony und Lea ihm für einen Einbrecher halten. Er löst damit eine Kettenreaktion aus, die dafür sorgt, dass Lea es nicht pünktlich zu ihrem Bewerbungsgespräch schafft. Trotz seiner Bemühungen gelingt es Nick nicht, seinen schlechten ersten Eindruck wettzumachen. Als er jedoch erfährt, dass Lea sich im angesagtesten Club Kölns beworben hat, wittert er eine Chance, durch sie an einen Job als DJ zu kommen. Nachdem die wütende Lea dort eine Absage bekommen hat, beschließt Nick, dem Clubbesitzer persönlich zu erklären, was vorgefallen ist und dass Lea nur seinetwegen viel zu spät zum Bewerbungsgespräch erschienen ist. Und tatsächlich geht Nicks Plan auf, außer der Tatsache, dass er sich verpflichtet hat, für einen Monat ohne Bezahlung das Mädchen für alles im Club zu spielen. Damit schafft Nick es, sich mit Lea zu versöhnen. Er nimmt sich zudem fest vor, der neue Resident DJ im Venite zu werden. Folgen 1926, zusammen ist man weniger allein. Oscar hat die Nacht mit Samantha durchgefeiert und hängt am frühen Morgen fertig im Venite. Als er abhauen will, versucht Lea ihn aufzuhalten, weil Ben nach ihm sucht. Doch Oscar lässt sich nicht beirren. Zurück bleiben eine besorgte Lea und eine wütende Samantha. Extrem in Rage sucht Oscar später Luca und Cleo auf und kündigt ihnen die Freundschaft. Er glaubt in dem Moment, dass nur eine Person ihn versteht und Ablenkung verspricht, Samantha. Oscar trifft sich wieder mit ihr. Gemeinsam entwenden sie das Auto des Hausmeisters und brechen auf zu einer nächtlichen Spritztour.